müsste mir eigentlich einen Bogen bauen, aber ich habe, glaube ich, ich habe doch schon zwei Spinnen getötet. Warum habe ich keinen Faden? Hatten diese Spinnen keine Spinnendrüsen? Erstmal hier alles ausleuchten, damit hier nichts spawnt. Da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Oh, wir haben Eisen gefunden. Das ist doch schön. Ich baue jetzt erstmal hier Eisen ab. Das war übrigens so mein erster Gedanke, der dafür sprach, die aktuelle Map, die ich vorher hatte, bevor ich jetzt hier neu angefangen habe, weiterzuspielen. Warum? Was? Was ist? Wie kommt? Jetzt bin ich verwirrt. Ein Höhlenschaf? Wieso? Seit wann gibt es Schafe in den Höhlen? Und was ist das für ein Geräusch? Hier stirbt doch gerade irgendwas. Ja, okay, das scheint sich hier drin verirrt zu haben. Ja, was soll ich sagen? Ach ja, genau. Das war übrigens mein erster Gedanke so, der dafür sprach, ja, ist ja gut, die alte Map weiterzuspielen, weil da war ich halt einfach schon echt weit und hatte schon viele Rohstoffe und musste das halt nicht alles, hätte das dann nicht alles nochmal neu farmen müssen, so wie jetzt. Ich dachte einfach, das wäre vielleicht spannender, irgendwie zuzugucken oder so. Aber andererseits habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht ist es ja doch für neue Zuschauer besser, wenn sie quasi von Anfang an irgendwie verfolgen können, wie die Map aufgebaut wird und was sich so tut. Das war dann so mein zweiter Gedanke und es kann durchaus sein, dass das so ist. Also, dass das wirklich besser ist, wenn ich erstmal doch neu anfange. Falls dem nicht so sein sollte und ihr doch die alte Map weitersehen wollt, die könnt ihr euch in Let's Show angucken. Darunter ist ja noch eine Höhle, oh mein Gott. Jetzt sind hier schon zwei Schafe drin, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin verwirrt, echt mal. Das irritiert mich. Ihr könnt ja durchaus mal sagen, was ihr so davon haltet. Also ich kann auch gerne die alte Map weiterspielen. Also ich werde die sowieso weiterspielen, aber vielleicht interessiert euch das ja mehr, wenn ich da weiter Let's Playe. Kann ich jetzt so nicht sagen. Also müsst ihr mir sagen. Aber dafür müsstet ihr euch erstmal das andere Let's Show ansehen und also das ist halt ein Let's Show, weil ich da nur die Map zeige, ein bisschen was erzähle und halt nicht wirklich spiele. Und dann könntet ihr eventuell entscheiden, ob ich jetzt diese Map weiterspielen soll oder ob ich halt diese schon etwas fortgeschrittene Map weiterbaue. Das war ja nur ein Teilvorkommen. Na toll. Ich muss schon wieder aufpassen. Ich bin auch übrigens Meister im mich verirren. Passiert mir auch ständig, dass ich in irgendwelchen Höhlen rumirre und einfach den Ausgang nicht mehr wiederfinde. Das ist klassisch. Je nachdem, was ihr halt haben wollt. So. Gut. Das Lied passt jetzt irgendwie nicht so zu einer Höhle. Aber es ist auch im Moment eh nicht so spannend, weil hier alle Viecher schon ausgerottet sind. Ich wollte eigentlich Eisen finden und nicht Unmengen Kohle. Verdammt. Ja. Okay. Ich glaube, ich werde dann jetzt gleich auch mich noch weiter vorwagen, wenn ich hier alle Rohstoffe abgefarmt habe. Da geht's zurück, genau. Also ich hatte jetzt echt eher mit so Zombie-Stöhnen und so gerechnet, anstatt mit Schafsmähen in so einer Höhle. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber naja. Frag mich nicht, was das hier bitte soll. So, jetzt wollen wir erstmal diese Wasserquellen, ne? Da renne ich auch immer wie ein Bekloppter sofort hin und mach die zu, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich hier irgendwie in diesem Wasser rumplanschen muss. Das sehe ich auch überhaupt nicht ein.
noch mehr Kohle. Also an Kohle wird es uns hier schon mal nicht mangeln. Das ist super. Warum sind hier... Da hinten ist ein Creeper. Ich sehe ihn. So ein Bogen wäre echt mal nicht schlecht. Oder soll ich erstmal mit Steinspitzhacken weiter rumölen? Also ich wollte eigentlich gerne erstmal so ein bisschen Eisen sammeln, damit ich halt erstmal so... Ach, was mache ich denn hier? So ein paar Tools habe einfach, die nicht sofort kaputt gehen und wo man auch schneller mit abbauen kann. Dachte ich, wäre jetzt erstmal so... Oh, ich mache mal ein anderes Lied an. Das wäre jetzt erstmal so der erste Schritt einfach, dachte ich so. Und dann kann ich mir ja mal überlegen, was ich bauen möchte. Also ich dachte, dass ich erstmal so eine Hütte baue. Irgendwas Schönes aus Holz oder so, oder aus Stein. Irgendwas Hübsches, Kleines, wo ich mir dann so eine kleine Existenz aufbaue. Dafür muss ich aber wahrscheinlich auch noch relativ viel Bäume abhacken. Das ist ja doch extrem dichter Wald da alles. Und dann mal schauen. Jetzt baue ich mir hier so eine Treppe runter. So. Wo ist der Creeper? Da ist der Creeper. Auf der anderen Seite ist keiner. So, du Sackratte. Nee, du explodierst mir nicht. Ah, hier ist noch mehr Kohle. Eisen. Super. Ein bisschen Eisen. Eisenohren. Super. Alles klar. Da haben wir ja schon mal ein bisschen was jetzt. Ich traue mich irgendwie nicht weiterzulaufen. Ich bin so paranoid. Ich habe echt Angst, dass ich nicht wieder zurückfinde. Das ist mir schon so oft... Ah! Fuck! Das ist mir schon so oft passiert, dass ich einfach mal mich sowas von verirrt habe, dass ich einfach keine Chance hatte, da wieder rauszufinden und mich dann einfach quasi durch die Decke gebuddelt habe und am Arsch der Welt halt wieder rausgekommen bin und dann nur das Haus wieder gefunden habe, weil ich eine Map hatte. Ich fällt gerade so auf, wenn ich keine Rüstung angehabt hätte, wäre ich übelst tot gewesen. Gut gemacht, dass ich mir die gebaut habe. Da kann ich mir nur für auf die Schulter klopfen. Also ich habe schon mal so einen Minenkomplex gefunden, ne? Ich habe da so Ewigkeiten gebraucht, da wieder rauszufinden. Aber ich musste halt wieder raus, weil ich am Anfang die ganzen Rohstoffe gelagert hatte und so. Und ich weiß nicht, ich bin da einfach furchtbar anfällig für. Also ich habe keinen besonders gut... Eigentlich... Stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe gar nicht so einen schlechten Orientierungssinn. Und auch da erfülle ich jetzt das Frauenklischee nicht so, dass ich jetzt irgendwie nicht zurechtfinde. Auf so einer Karte oder so. Ich weiß nicht. In Minecraft habe ich damit irgendwie mehr Probleme als im echten Leben. So. Ja, genau. Wieder mit der Axt abbauen. Kohle baut man mit der Axt ab. Ist einfach so. So. Noch ein bisschen Kohle und noch ein bisschen Kohle. Und mir kommt das gerade irgendwie total langweilig vor. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass einen das interessiert, wie ich hier Kohle abbaue die ganze Zeit. Und ich wollte eigentlich gerne hier noch ein bisschen durch die Höhle irren und ein paar schnieke Creeper aufreißen. Aber ehrlich gesagt ist da auch gerade das Risiko ziemlich groß, dass ich mich total verfranse hier. Weil das scheint schon wieder eine größere Höhle zu sein. Oh. Erstmal das Vorkommen hier. Ein Wasservorkommen. Lasst es uns abbauen. Diese Wasserquelle hier zu verstopfen. So. Satz auch noch erfolgreich beendet. Hervorragend. So. Weiter geht's. Ich
Ich will jetzt eigentlich ungern... Wow! Creeper. Du bist so hässlich. 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 Oh, ja, geil. Jetzt ist dunkel. Ich hasse es. Diese Schwerter sind so scheiße. Diese Steinschwerter. Die machen überhaupt keinen Schaden. Das ist echt unglücklich. So. Irgendwie hängt meine Maus manchmal. So. Ja, was ich mal fragen wollte, so, wenn mal jemand Lust hat, irgendwie dazu was zu kommentieren unten. Was wartet ihr denn so von einem Let's Play? Also, was ist für euch jetzt irgendwie ein gutes Let's Play? Erwartet ihr von einem Let's Player, was der halt macht und was er nicht macht und wann ist das für euch spannend und wann ist das für euch eher furchtbar langweilig? Würde mich mal interessieren einfach, was ihr so dafür für Vorstellungen einfach habt. Vielleicht auch seid ihr ja auch selber Let's Player und habt da auch schon euch irgendwie eine Taktik erarbeitet, wie man das so managt, dass es halt irgendwie spannend für alle ist. Und man halt irgendwie nicht jeden zu Tode langweilt einfach. Oh Gott, Hilfe. Hier ist noch mehr Eisen. Solange es nur Zombies sind, ist das kein Problem. Zombies können nichts. Können gar nichts. Oh, Noobs. Würde mich einfach mal interessieren, so was ihr so glaubt oder meint, was halt ein gutes Let's Play ausmacht, um das mal zum Ende zu führen. Ich muss mich ja auch nicht tausendmal wiederholen. Also ich persönlich glaube ja, dass es auch viel darauf ankommt, einfach, dass man irgendwie erstmal, dass halt so der Rahmen stimmt, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, vor einer Stunde oder so. Spiele ich jetzt echt schon eine Stunde? Ich weiß es gar nicht. Dass halt irgendwie so die Hardware einfach stimmt, dass man einen vernünftigen PC hat, der nicht rumleckt wie bescheuert, dass man ein schönes Mikro hat, was halt die Stimme deutlich macht und auch, dass die Stimme halt klar klingt. Und jetzt stirb! Mach doch mal! So. Und das einfach, ja, also, dass das erstmal stimmt und dann finde ich es auch wichtig, also, solange das halt nicht stimmt, ist schon mal vorbei. Also, ich glaube, da hat schon gar keiner mehr Bock zu gucken. Und wenn das dann stimmt, dann kann man halt sich Gedanken machen, so was vielleicht noch gut rüberkommt, wie zum Beispiel, dass man halt deutlich spricht, dass man weiß, was man sagen soll, dass einem halt immer irgendwie was einfällt, wie man die Leute einfach unterhält. Ich meine, das ist ja hier eine Unterhaltungssendung. Das ist ja hier nicht, dass ihr...